Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Univision News Flash. Auch diesmal wieder mit Nachrichten und bewegten Bildern rund um das aktuelle Geschehen an eurer Uni. Eine ganze Menge los war am vergangenen Wochenende. So fand am Samstag die erste Göttinger Nacht des Wissens statt. Anlässlich ihres 275. Geburtstages präsentierte sich die Uni allen an Wissenschaft interessierten Menschen, die aus einer Fülle von über 200 Veranstaltungen auswählen konnten. Neben Vorträgen gab es auch Wissenschaft zum Anfassen und Mitmachen. 15.000 Besucher nahmen dieses Angebot an. Auf der Nacht des Wissens wurden auch die Sieger des Jubiläumswettbewerbs Geschichten rund um die Georgia Augusta gekürt. Studierende hatten dort die Möglichkeit, eigene Beiträge zum Jubiläumsjahr der Universität einzureichen. In der Kategorie Print triumphierte Magdalena Kersting mit ihrer Fotoreportage über den Gauss-Weber-Laser. Frederik Heimann überzeugte die Jury mit einem Audiobeitrag. Darin diskutiert er, wie aufgeklärt, offen und liberal die Uni in ihrer 275-jährigen Geschichte war. Lilian Leifert und Franziska Brinkmann beeindruckten die Jury in der Kategorie Video mit einer Kurzdoku über den Bücherverkäufer auf dem Campus. Die Sieger bekamen je einen Tablet-PC. Die Links zu den Beiträgen findet ihr auf unserer Homepage. Vom 23. bis 25. November fand die Open Uni im Verfügungsgebäude statt. In über 60 Einzelveranstaltungen beschäftigten sich die Teilnehmenden mit allem, was abseits des Lehrplans noch interessiert. Sei es Stricken, römisch Kochen, aber auch wissenschaftliche und politische Themen standen auf dem Plan. Am 6. Dezember wird die alljährliche Universitätsrede gehalten. Diese soll, anders als bei einer Ringvorlesung, explizit als ein Forum des interdisziplinären Austauschs von Studierenden, Lehrenden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Alumni verstanden werden. Dazu werden prominente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als Vortragende eingeladen, die sich durch ihre akademische Arbeit und ihren Einfluss auf gegenwärtige Debatten auszeichnen. Der diesjährige Vortrag mit dem Titel Vertrauen – faire Urteile in Wissenschaft und Recht wird von der Professorin Susanne Bär gehalten. Sie ist Richterin am Bundesverfassungsgericht. Die Veranstaltung findet in der Aula am Wilhelmsplatz statt und beginnt um 17.15 Uhr. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir von Univision haben am vergangenen Samstag die erste Ausgabe unserer neuen Kochshow abgedreht. Unser Chef-Gourmet Basti zeigt euch, wie ein leckeres und preiswertes Drei-Gänge-Menü mit wenig Aufwand zustande kommt. Das Ergebnis findet ihr in Kürze auf unserer Homepage. Und das war es auch schon wieder von unserer Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein.